Redner für die CDU-CSU das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Zimmermann, wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, dann haben Sie ja andere Wahrnehmung der Realität in diesem Land, wie ich sie habe. Wenn man Ihre Rede verfolgt hat, dann muss man davon ausgehen, dass wir Tristessen haben, leere Ladenzeilen, Arbeitslose, die ganze Bevölkerungen, ganze Stadtteile beherrschen. Ein Land am sozialen Abstieg, ein Land, dessen soziale Sicherungssysteme komplett versagt haben. Entschuldigung, Frau Zimmermann, Sie arbeiten hier mit populistischer Angst. Es hat mit Realität und mit der Situation in diesem Land überhaupt nichts zu tun. Und das darf man hier auch nicht zulassen, dass sowas hier behauptet wird. Die Wahrheit ist nämlich, dass wir Rekordbeschäftigung haben. Rekordbeschäftigung. Noch nie waren so wenig arbeitslos wie seit der Wende. Wir haben, und vor 10 Jahren waren es noch doppelt so viel, hohe Renten. Die Rentenerhöhung dieses Jahr, meine Damen und Herren, war die höchste seit 23 Jahren. Auch das gehört zur sozialen Sicherung. Das können Sie auch mal zu Hause erzählen. Und natürlich Rekordsteuereinnahmen. Wir haben noch nie so viel Geld eingenommen wie jetzt und haben somit auch gut gefüllte Sozialkassen. Und zum vierten Mal, Frau Zimmermann, zum vierten Mal, ach so, danke, Sie winken mir. Zum vierten Mal ein ausgeglichener Haushalt. Und dieser ausgeglichene Haushalt ist generationengerecht. Ich mache es trotzdem ein bisschen weiter. Das ist ein Erfolg. Kollege Kurt, weil Sie das vorher angesprochen haben, trotz oder wegen der Politik der Arbeitsministerin, ich glaube, wir sollten uns ja schon einig sein, dass wir eines nicht zulassen, dass immer, wenn es gut läuft in Deutschland, dass die Wirtschaft das gemacht hat und immer, wenn es schlecht läuft, dass wir schuld sind. Ja? Also es gehört sowohl zum einen wie zum anderen immer beides. So, Herr somit Kollege Zech, wenn Sie mal einen Moment die Luft holen, genau. Dann kann ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen. Frau Zimmermann, wahrscheinlich. Ja, Frau Zimmermann. Bitte, ja klar. Ist da abgesprochen? Natürlich. Nein, bestellt war die nicht. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Zech. Herr Zech, nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Statistik des Statistischen Bundesamtes bzw. meine Anfragen an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mir die Zahlen geliefert haben, dass wir 2,6 Millionen Menschen haben, die mit einem Zweitjob arbeiten, ja, weil sie mit ihrem ersten Job nicht klarkommen, ja, dass wir über 500.000 Menschen in der Grundsicherung haben, weil Sie ja immer erzählen, ich erzähle hier so ein dunkles Bild von Deutschland. Ja, das sind alles Zahlen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir 2,5 Millionen Kinder haben, die in Armut leben. Ja. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass 3,5 Millionen Kinder sich im Sommer keine eine Woche Urlaub leisten können, weil ihre Eltern so arm sind. Das sind nicht Zahlen, die die Linke erfindet, sondern das sind Zahlen, die von der Bundesregierung selber mir zugearbeitet werden. Ja. Nehmen Sie das zur Kenntnis, dass die realen Zahlen von Deutschland sind, oder denken Sie wirklich, dass wir hier diese Zahlen erfinden? Wissen Sie, Frau Zimmermann, ich möchte Ihnen eines sagen. Wir leben aus meiner Sicht. Eine Million Langzeitarbeitslose, die fehlen noch. Okay, nehme ich noch mit. Wir leben aus meiner Sicht in dem besten Sozialstaat auf dieser Welt. Und wenn wir Probleme haben, und die haben wir unbestritten, und ich sage Ihnen auch, wenn wir über Altersarmut sprechen, dann können Sie nicht nur der Statistik glauben, sondern müssten wir auch über verschämte Armut sprechen, die eben nicht zum Amt gehen und die eben nicht sagen, das ist uns alles bewusst, nur das Bild zu zeichnen, das ist immer eine Komplettaufnahme. Sie beschreiben nur Probleme, sie bringen keine Lösungen und sie setzen das auch nicht ins Gesamtbild. Nicht mehr und nicht weniger habe ich gesagt. Machen Sie den Menschen in diesem Land keine Angst. Wir sind auf einem guten Weg und wir sehen die Probleme und wir arbeiten daran. Ich bin mit meiner Rede auch noch nicht fertig. Ich komme auf ein paar dieser Lösungsansätze noch zu sprechen. Und was die Langzeitarbeitslosen betrifft, Sie sehen, dass die Mittel im Bundeshaushalt stabil sind. Das ist ein Thema, mit dem wir uns seit Jahrzehnten in diesem Land beschäftigen. Wir werden auch nicht aufhören damit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich darf fortfahren. Das Ganze, über das wir sprechen, ist natürlich verdient von den Arbeitnehmern in diesem Land, die mit ihrem Fleiß, mit ihrer Innovationskraft und mit ihrer Leistung diese Steuereinnahmen
ja, ermöglicht haben, denen gilt es auch Dank zu sagen, genauso aber auch den Arbeitgebern in diesem Land. Und ich will jetzt bewusst den Mittelstand, das Handwerk, den Handel ansprechen, aber natürlich auch die Familienunternehmen, die durch nachhaltige Wirtschaft, die durch Nachhaltigkeit in ihrer Wirtschaft, in ihrem Unternehmen für die Prosperität sorgen und denen wir auch die Möglichkeit geben müssen, weiterhin in diesem Land gut Geschäfte zu machen. Das heißt, wir sind in unserer Politik immer, und deswegen ist es richtig, dass Arbeits- und Soziales zusammengehört. Und wir machen, lieber Peter Ramsauer, nicht falsch verstehen, wir machen natürlich auch sehr viel Wirtschaftspolitik hier bei Arbeits- und Soziales, wahrscheinlich mit einer größten Hebenwirkung von allen Ausschüssen hier im Deutschen Bundestag. Und somit gehört es zusammen. Vernünftiges Wirtschaften in Deutschland muss möglich sein im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Flexibilität. Also wir sind gut gerüstet, aber gut gerüstet müssen wir auch sein, denn wir haben viele Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben heute schon ein paar Mal über den demografischen Wandel gesprochen. Wir werden immer älter und wir werden immer weniger. Das führt dazu, dass wir darauf auch reagieren müssen. Die Veränderungen spielen sowohl bei der sozialen Sicherung wie auch natürlich bei der Arbeitsmarktpolitik eine Rolle. Und wir haben jetzt mehrmals heute schon über die Rente gesprochen. Und man kann den demografischen Wandel natürlich nicht in unserem Rentensystem negieren. Auf der anderen Seite hat die deutsche Rentenversicherung zwei Weltkriege überstanden. Deswegen, Kollege Birkwald, den demografischen Wandel werden wir auch hinbekommen, wenn wir kluge Politik machen, aber im Gegensatz zu Ihrer Position nicht mit Revolution, sondern mit Evolution. Und das ist ein Unterschied. Und an dieser Evolution, an dieser Weiterentwicklung arbeiten wir. Und da muss ich zwei Fragen beantworten. Frage 1. Niemand, der sein ganzes Leben eingezahlt hat in die soziale Sicherung in Deutschland, niemand, der sein Leben lang eingezahlt hat, darf von Altersarmut bedroht sein. Wie schaffen wir das? Frage 1 und Frage 2. Wie schaffen wir es, Beiträge so festzulegen, dass niemand von seinem Netto nicht mehr leben kann, weil die Beiträge so hoch steigen? Beides ist gleich wichtig. Wir brauchen somit, die Ministerin, auch die Kanzlerin hat es angesprochen, eine doppelte Haltelinie, die nicht nur die Rente nach unten begrenzt, sondern die Beiträge auch nach oben. Das eine bedingt das andere, das eine oder das andere ist unmöglich und wäre generationenfeindlich, somit nicht zukunftsfähig. Somit gibt es nur diese eine Möglichkeit und an der werden wir arbeiten. Das zweite Thema, wir haben natürlich jetzt auch vor, die Weiterentwicklung der dritten Säule der betrieblichen Altersvorsorge, die BAV, haben wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben, soll erweitert werden. Das ist richtig so, wir brauchen eine starke dritte Säule. Allerdings müssen wir darüber nachdenken, ob der steuerliche Freibetrag, Herr Finanzstaatssekretär, von 7% nicht noch Luft nach oben hat. Hier müssen wir richtig ansetzen, natürlich. Und wir müssen auch über die Enthaftung sprechen. Eine grundsätzliche Enthaftung ist anzustreben. Allerdings sage ich Ihnen auch, wenn wir mal in einen Punkt kommen, dass wir die Enthaftung brauchen und die großen Versicherungsunternehmen nicht mehr zahlungsfähig sind und der Protektor zusammengebrochen ist, dann haben wir in diesem Land ganz andere Dinge zu besprechen. Wir haben auch das Thema Soloselbstständige angesprochen. Hier sind wir wieder in dem großen Widerspruch zwischen Freiheit auf der anderen Seite und Sicherheit auf der anderen. Frau Dr. Reimann, Sie haben die Notwendigkeit angesprochen, Solo-Selbstständige, die vielleicht nicht für sich in dem Maße vorsorgen können und von Altersarmut bedroht sind, eine Verpflichtung zur Vorsorge festzuschreiben, da gehe ich mit Ihnen, wo ich nicht mit Ihnen gehe, wo wir ja vor ein paar Wochen schon diskutiert haben, dass wir das zwanghaft mit der deutschen Rentenversicherung machen. Ich glaube, wir müssen den Menschen in diesem Land schon zutrauen, dass sie selber für sich entscheiden, welche Vorsorgemöglichkeiten das es gibt. Das ist natürlich neben der Einzahlung in der deutschen Rentenversicherung, dass ich denen genehmigen und erlauben muss, aber auch der private Immobilienbesitz oder eine eigene Vorsorge mit der deutschen Versicherungswirtschaft. Das ist nicht notwendig, dass wir immer bis zum letzten Punkt und kann man für die Menschen in diesem Land alles regeln. Die sind in der Regel klug genug, für sich selbst zu sorgen. Ich möchte auch noch auf den Bereich Arbeitsmarkt zu sprechen kommen. Wir werden vielen Herausforderungen gegenüberstehen. Arbeit 4.0, wir warten jetzt ja schon gespannt aufs Weißbuch. Aber vor allem auch, dass wir das Thema Arbeitszeit, da bin ich auch dem BMAS dankbar, das Thema Arbeitszeit jetzt nicht
wie eine Monstranz in die Ecke stellen, sondern über das Thema auch offen jetzt sprechen können. Wir brauchen mehr Flexibilität auch bei der Arbeitszeit. Wir brauchen mehr Flexibilität beim Arbeitsort. Und wir müssen den Betrieben und den Menschen in diesem Land auch die Möglichkeit geben und sie besser unterstützen beim lebenslangen Lernen und beim Know-how-Transfer. Das Ganze ist notwendig, weil wir wollen als soziales Land in der sozialen Marktwirtschaft wettbewerbsfähig bleiben im internationalen Vergleich, wettbewerbsfähig bleiben in Europa. Das ist unser Ziel. Alles, über das wir hier sprechen können, die Verteilungsdiskussionen, die wir haben, haben Menschen in diesem Land erarbeitet durch ihre Steuern, durch ihre tägliche Arbeit. Wir müssen somit diesen Menschen und den Betrieben in diesem Land die Möglichkeit geben, weiter Geld zu verdienen. In der Arbeits- und Sozialpolitik gibt es keine All-Inclusive-Pakete. Das heißt, wir werden immer Abstimmungskämpfe haben zwischen verschiedenen Interessen. Aber wir haben nicht nur große Herausforderungen vor uns, sondern wir haben auch die Mittel, um diese zu bewältigen, mit einer klugen Politik. Die schwarze Null, wie wir sie jetzt haben, ist dazu nicht nur Ziel, sondern notwendige Bedingung für die Zukunftsfestigkeit und Zukunftsfähigkeit dieses Land. Und lassen Sie uns für diese Bedingungen auch die nächsten Jahre kämpfen. Dann mache ich mir weder um die soziale Sicherung, noch um den Wohlstand, noch um die Menschen in diesem Land Sorgen bei allen Problemen, über die wir hier mehr als gut Bescheid wissen und die wir auch in Zukunft lösen wollen. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat Kastja Maast für die SPD-Fraktion.